Hallo und willkommen zu dieser Videoreihe, in der ich euch mal alle Dinosaurier und Kreaturen von Prehistoric Kingdom zeigen möchte. Heute geht es um die 17 Vogelbeckensaurier und wir fangen mit dem Ankylosaurus an. Das Profilbild, was ihr hier sehen könnt, ist leider schon etwas älter, aber ich denke, die Skins, die ihr unten rechts sehen könnt, werden dennoch ungefähr in der gleichen Farbvariation bleiben. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass sich das Model von dem Anki auf jeden Fall noch ein bisschen ändern könnte. Und hier könnt ihr nochmal die verschiedenen Skins und Geschlechter nebeneinander sehen. Hier habt ihr nochmal die verschiedenen Wachstumsstufen. Dann haben wir hier die Genanimation. Und natürlich auch die Rennenanimation. Außerdem kann man den Ankylosaurus in diesem Clip auch zu Gesicht bekommen. Achtet mal auf unten links, da liegt er im Schatten und schläft. Der nächste Dinosaurier auf der Liste ist ein kleiner Pflanzenfresser, nämlich der Dryosaurus. Auch hier haben wir wieder ein schönes Bild, wo ihr die verschiedenen Skins und Geschlechter nebeneinander sehen könnt. Außerdem gibt es diesen Clip, wo ihr die Geräusche und die Laufanimation sehen könnt. Und auf diesem Clip könnt ihr ebenfalls den Dryo sehen, nämlich genau in der Mitte im hohen Gras. Und hier läuft auch im Hintergrund hinter dem Stegosaurus eine Gruppe von 5 Dryos. Dann kommen wir zu einem weiteren gepanzerten Pflanzenfresser, nämlich den Edmontonia. Dieser hat eine Bewertung von 3 Sternen und auch wieder 3 verschiedene Skins. Auf diesem Bild könnt ihr die Panzerung dann nochmal von hinten sehen. Und hier haben wir nochmal die unterschiedlichen Wachstumsgrößen. Bei dem Edmontonia müsst ihr bedenken, dass das Bildmaterial, was ich euch gezeigt habe, auch wieder etwas älter ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass hier das Model noch wieder ein wenig schöner aussehen wird im fertigen Spiel. Und jetzt kommen wir zu dem Edmontosaurus. Dieser hat ebenfalls eine Bewertung von 3 Sternen und kommt mit 3 verschiedenen Skins. Das Model, was ihr jetzt gerade seht, ist auch schon wieder etwas veraltet. Ich blende euch jetzt mal das aktuelle ein. So wird dann der Edmontosaurus im fertigen Spiel aussehen. Hier habt ihr nochmal wieder die verschiedenen Wachstumsgrößen, leider auch mit dem alten Model. Hier die verschiedenen Geschlechter und Unterarten. Und zu diesem können wir uns auch nochmal die Sounds anhören. Und außerdem gibt es noch diese schönen Videoclips aus dem aktuellen Prehistoric Kingdom Trailer. Und der nächste auf der Liste ist der Iguanodon. Dieser kommt mit einer Bewertung von 4 Sternen und unten rechts könnt ihr die 3 verschiedenen Skins sehen. Hier seht ihr die Skins und Geschlechter nochmal nebeneinander. Und auch bei diesen gibt es leider wieder nicht so viel aktuelles Bildmaterial. Ich denke, das Model wird später dann auch nochmal wieder ein bisschen besser aussehen. Dann haben wir auch hier nochmal die Genanimation. Und auch die Rennenanimation. Und jetzt kommen wir zu dem Lambeosaurus. Auch dieser ist eine 4-Sterne-Attraktion
mit drei wunderschönen Skins. Das hier ist nochmal ein Bild, wie das Model dann im fertigen Spiel aussehen wird. Hier habt ihr nochmal die verschiedenen Wachstumsstufen, allerdings wieder mit dem alten Model. Auch hier haben wir die Genanimation. Und es gibt hier sogar zwei unterschiedliche Rennanimationen. Diese hier ist auf zwei Beinen. Und diese hier auf vier Beinen. Und auch bei dem Lambeosaurus gibt es noch ein wenig aktuelles Videomaterial. Und jetzt kommen wir zu dem Miragaya. Dieser hat eine Bewertung von 2 Sternen und ist mit ganz vielen Stacheln übersät. Zu diesem gibt es leider auch wieder nur sehr, sehr wenig und sehr veraltetes Fotomaterial. Hier könnt ihr dennoch nochmal die unterschiedlichen Skins und Geschlechter sehen. Und natürlich auch die verschiedenen Wachstumsstufen. Und als nächstes haben wir den Nasuto Ceratops. Zu diesem habe ich leider kein Dinosaurierprofil finden können, deswegen weiß ich nicht, wie viele Sterne der haben wird. Ich gehe aber von einer Bewertung von 3 bis 4 Sternen aus. Hier seht ihr nochmal ein wunderschönes Bild von dem Model und dem Standard-Skin. Und auch bei diesem gibt es wundervolles Videomaterial. Dann haben wir den Uranosaurus. Dieser hat eine 2-Sterne-Bewertung und 3 unterschiedliche Skins. Und auch hier gibt es wieder sehr, sehr wenig und auch veraltetes Bildmaterial. Hier könnt ihr nochmal das alte Model von dem Uranosaurus sehen. Geht aber auf jeden Fall davon aus, dass der später noch um einiges besser aussehen wird. Und dann kommen wir auch schon zum Pachyrhinosaurus. Dieser ist eine 3-Sterne-Attraktion und kommt wieder mit 3 wundervollen Skins. Hier haben wir nochmal ein aktuelles und richtig cooles Bild von dem Pachyrhinosaurus. Dann seht ihr ihn hier nochmal im Gras. Und auch hier wieder die 3 unterschiedlichen Wachstumsstufen, allerdings mit dem alten Model. Und als nächstes kommt eine 5-Sterne-Attraktion, nämlich der Parasaurolophus. Wirklich ein wunderschöner Pflanzenfresser mit 3 unterschiedlichen Skins und auch verschiedenen Unterarten. Die unterscheiden sich dann unter anderem in der Größe und in der Länge von seinem, ja, ich nenne es mal Horn, ich denke, ihr wisst dann, was ich meine. Nehmen wir dann wieder die verschiedenen Wachstumsstufen, allerdings auch wieder mit dem alten Model. Das aktuelle Model könnt ihr dann hier nochmal in diesem kurzen Videoclip sehen. Und dann kommen wir zu einem winzigen Pflanzenfresser, nämlich den Prenocephale. Dieser hat eine 1-Sterne-Bewertung und 3 farbenfrohe, hübsche Skins. Hier seht ihr die unterschiedlichen Skins nochmal nebeneinander. Und nochmal einen Screenshot. Das Bildmaterial zu diesem ist leider auch wieder nicht so aktuell. Als nächstes haben wir den Protoceratops. Dieser hat eine Bewertung von 2 Sternen und auch 3 verschiedene Skins und zählt eher zu den Winzlingen unter den Dinosauriern. Hier habt ihr nochmal die verschiedenen Skins nebeneinander. Die Genanimation und auch die Rennenanimation. Außerdem gibt es auch hier diesen recht kurzen und aktuellen Videoausschnitt. Und weiter geht's mit einem weiteren kleinen Dinosaurier,
nämlich den Psittacosaurus. Dieser hat auch nur eine Bewertung von einem Stern und hat wieder drei unterschiedliche Skins. Hier könnt ihr dann nochmal die Laufanimation sehen und die Geräusche von dem Psittacosaurus hören. Und ebenfalls gibt es hier einen ganz kurzen Videoausschnitt. Und weiter geht's mit einer 5-Sterne-Attraktion, nämlich dem Stegosaurus. Hier könnt ihr die unterschiedlichen Skins und Geschlechter nebeneinander sehen. Dann nochmal ein wunderschöner Screenshot, wo man ganz gut den Größenunterschied zum Brachiosaurus erkennen kann. Dann haben wir hier nochmal einen etwas älteren Screenshot. Und hier gibt es auch eine Laufanimation. Eine Trabenanimation. Und eine Rennanimation. Zu guter Letzt gibt es auch hier nochmal wunderschönes aktuelles Videomaterial. Und als nächstes kommt auch wieder einer meiner Favoriten, nämlich der Styracosaurus. Dieser hat 3 Sterne und 3 wirklich wundervolle farbenfrohe Skins. Das hier ist nochmal das aktuelle Model, wie es dann später im Spiel aussehen wird. Hier seht ihr das Ganze nochmal in einer felsigen Landschaft. Und nochmal 2 Styracos nebeneinander vor einem Gewässer. Dann haben wir hier die Gehen-Animation. Und auch die Rennen-Animation. Das hier ist das aktuelle Videomaterial zu dem Styracosaurus. Und der letzte Kandidat auf der Liste ist der Triceratops. Dieser ist eine 5-Sterne-Attraktion und kommt mit 4 verschiedenen Skins. Hier könnt ihr nochmal die verschiedenen Skins nebeneinander sehen. Und nochmal ein Bild zu dem aktuellen Model, wie es dann später im Spiel aussehen wird. Ihr müsst auf jeden Fall bedenken, dass einiges an Bild- und Videomaterial, was ich euch hier gezeigt habe, schon etwas älter ist und es dann sein kann, dass es im fertigen Spiel noch um einige schöner aussehen wird. Aber Leute, das waren alle 17 Vogelbeckensaurier von Prehistoric Kingdom. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut informiert. Falls ja, dürft ihr gerne ein Like da lassen. Und falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.